Und wir schauen zu Beginn der Sendung mal nach Malaysia, sehen da ein fröhliches Tänzchen von Sunday Afolabi vor einer Ecke wohlgemerkt und dann eine Schauspieleinlage. Da kann Neymar sich noch ein bisschen was abgucken. Scheint da wohl einen Elfmeter provozieren zu wollen. Wir können auflösen. Hat nicht ganz geklappt. Und wen überrascht das an der Stelle? Also wir fangen an mit einem Lacher, auch für Sie, Herr Reif, Ihre Art von Humor. Oder? Ja, ja, ja. Fragen Sie mal den Gegenspieler, der hat eine Zeit lang zugeguckt, dem Tänzchen. Und dann hat er gesagt, so, pass mal auf, ein kleiner Schubser. Ich dachte, da käme mehr. Ich kannte es hier. Ich dachte, der sagt ihm, so, jetzt haben wir genug gefeiert, bumm. Aber nein, es ist... Die eigentliche überraschende Weltweit. Erkenntnis war für mich, dass kein Tor gefallen war, als er sein Tänzchen machte, sondern er überbrückte so die Zeit, bis die Ecke ausgeführt wurde. Vor der gegnerischen Kurve. Absolut. Das kann man so machen. Da war gute Stimmung. Ja. Ja, das also der Start bei Reif ist live heute am Freitag nach einer Woche, die uns bewegt hat. Trauerfeier für Uwe Seeler, Supercup-Finale mit Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid. Und wir schauen natürlich voraus auf das Fußballwochenende. Es geht weiter in der Bundesliga, es geht auch weiter in England und Spanien startet, ob mit Lewandowski oder ohne. Wir werden drüber sprechen. Und los geht's direkt mit dem Supercup. Eintracht Frankfurt verliert also gegen Real Madrid 0:2 in Helsinki. Und Oliver Glasner, der Trainer, hat hinterher analysiert. Haben wir gesehen, dass es für diesen Level, für diesen Gegner noch nicht reicht heute. Wer mich kennt und ihr kennt mich auch schon ein bisschen, weiß, dass mich das innerlich ziemlich, dass das ziemlich nagt an mir, weil ich mir sehr schwer tue, so etwas zu akzeptieren. Aber wichtig ist jetzt, dass wir hier diesen Ehrgeiz entwickeln, jeder Einzelne im gesamten Club, im gesamten Staff, im gesamten Team, sehr hart an uns zu arbeiten, um vielleicht hier einen Schritt näher zu kommen. Ja, dass Real Madrid, die 5-mal die Champions League gewonnen haben, einfach ein anderer Level ist, das wussten wir. Und dann kann ich sagen, ja, das ist so, aber das ist nicht meine Herangehensweise. Oliver Glasner, der Trainer von Eintracht Frankfurt. Interessant, dass er so zugibt, dass selbst eine Niederlage gegen Real Madrid an ihm nagt. Und diese Erkenntnis nochmal, dass da noch einiges dazwischen ist. Das, so müssen Trainer sein. Auch Ausbilder. Und dann, wir wollen doch auf höchstem Niveau Fußball spielen. Und was hat denn heute nicht gereicht? Man könnte einfach sagen, komm, vergiss es einfach. Das ist Real und sowas. Das können wir sagen, so von außen. Ah, Kinder, lass doch mal den Quatsch. Aber so ist er nicht. Das macht ihn zu einem guten Trainer, unter anderem. Jetzt geht Kostic. Er verlässt die Eintracht. Toni Kroos hat bemerkenswert offen nach diesem Finale gesagt, die Eintracht muss was tun, denn Kostic war der beste Mann. Teilen Sie die Einschätzung? Er war einer derer, die die Eintracht und nicht zuletzt er in dieses Spiel gebracht haben, dieses Supercup-Spiel. Ja, das war... Da kommt er schon an bei Juventus Turin. Ja, vieles war auf ihn zugeschnitten, aber er hat auch geliefert. Und so ist das. Wenn du nicht Real Madrid bist, dann hast du ein, zwei Spieler, die sich verdächtig machen. Und dann kommen die aus dem anderen Regal eins drüber und holen die sich. Ich weiß, worauf wir möglicherweise zusteuern, Zeitpunkt und was weiß ich. Präsident Fischer hat sich darüber geärgert, dass er das Supercup-Spiel nicht mehr gemacht hat für Eintracht Frankfurt und sagte, daran würde man merken, wie versaut das Geschäft ist. Ach, bisschen naiv, oder? Ach, Peter Fischer neigt ja zu Emotionalität, sagen wir es mal vorsichtig. Und wenn du alles, also die Ratio jetzt mal wirklich den Kopf nur benutzt. Also Kostic spielt nochmal den Supercup. Der Vertrag mit Juventus Turin ist unterschrieben. So, Juventus Turin unterschreibt einen Vertrag mit Kostic nicht, weil ihn langweilig ist oder weil irgendeinen müssen wir noch holen oder wir haben noch hier Geld, komm, schmeißen wir es irgendwo hin, sondern die versprechen sich ja was von dem Spieler. Die Regel ist doch, in der Regel ist es doch so, dass nicht mal mehr trainiert wird. Also dass dieser Spieler freigestellt wird sofort, damit er sich nicht im Training, das hat es doch gegeben mal, Sané, wir erinnern uns, Manchester City in einem Spiel, Kasperl spielt irgendein, glaube ich, dieser Community englische Supercup. Ja.
später und fällt für eine ganze Saison aus. Das sind, und wir reden hier wirklich dann über, das ist der teuerste Spieler, den... Das sind 15 Millionen, die Eintracht ja auch haben will. Herr Fischer auch, der kann ja rechnen. Also was willst du? Ja, der wenn du es ganz schlicht ansetzt und nur mit Herz und mit Emotion, dann sagst du, es kann doch nicht sein, dass der hier heute weggeht und nicht dieses Spiel spielt. So, Herr Fischer, aber wie gesagt, das ist Ihr Geld. Wenn Juventus dann sagt, also so haben wir nicht gewettet, wenn der sich verletzt, vergessen wir den Vertrag. Was soll ich tun? Ich meine, ja, das ist, wie gesagt, wenn wir es schlicht emotional sehen, folge ich alles, ja, so, ob das Geschäft so versaut ist. Oh, Kinder. Mir ist das alles zu. In Frankfurt ist das schon, ich habe da immer wieder gesagt, ist das schon fast traditionell. Immer ein bisschen, wie soll ich sagen, dem Affen Zucker geben, immer ein bisschen so das Pseudo-Schlichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch Fischer nicht das klar durchdenken kann. Peter Fischer hat einen Auftritt gehabt vor dem Spiel beim Fanfest der Eintracht in Helsinki, wo er plötzlich ja sehr intensiv die Fans aufgefordert hat, sich zu benehmen, offenbar auch als Folge aus dem Bayern-Spiel, wo ja die ganze Kurve eingenebelt wurde und die UEFA ihm auch klar gemacht hat, so kommt es bald zu Geisterspielen. Wir hören mal bei Peter Fischer rein. Ich will mit euch gemeinsam Champions League erleben. Ich will mit euch gemeinsam feiern. Ich will mit euch durch Europa ziehen. Ich will in einem vollen Stadion sein, wo wir hingehören. Ich will jetzt unseren Gegner zeigen, was wir können und für was wir wert sind. Und ich kann nie mehr verkaufen ein Geisterspiel in der Champions League bei Eintracht. Nie mehr. Und deshalb bitte ich euch alle eure Art und Weise, alle dem, was ihr uns könnt, nicht mir zu helfen. Nicht. Es geht 0,0 um mich, weil beim Geisterspiel gibt es 10 Plätze, nur eine davon habe ich. Okay, hier geht es nicht um mich, sondern hier geht es um euch. Hier geht es um den kleinen Block, der da vorne steht, der bis nach Helsinki geht. Um den, dass der das erleben darf, dass der sieht, wie wir gegen PSG oder gegen Liverpool oder gegen wen auch immer spielen. Und das will ich mit euch erleben. Ich will mit euch gemeinsam wieder durch Europa reisen. Ich will Spaß haben, Freude haben. Ich will mit euch feiern, singen. Und ich will mit euch auch weinen. Wir werden auch nicht alles gewinnen. Aber ich will, dass unser Stadion voll ist, dass wir es gemeinsam erleben. Soweit Peter Fischer, Herr Reif. Merken Sie da bei den Eintracht-Bossen eine Art Umsteuern, dass Sie doch sehen, da muss man jetzt auch mal Richtung Fans, Richtung Ultras reagieren und Sie da ermahnen? Oder geht Ihnen das nicht weit genug? Das werden wir sehen, ob diese Art jetzt verfängt. Das ist ja nicht das erste Mal gewesen gegen Bayern, was da gelaufen ist. Und da waren wir noch in einem Bereich, wo ich sage, selber schuld. Also mir vernebelt das Ding, der Trapp sieht eventuell den Freistoß nicht. Was ist das für eine Atmosphäre? Dann pfeift ihr die Nationalhymne aus. Aber die haben ja schon andere Dinge gemacht auf ihren Reisen durch Europa. Das wurde alles so ein bisschen leiser behandelt. Und die haben Strafe gezahlt schon, die Eintracht. Und zwar, wenn du das zusammenrechnest, das hat einen begabten Außenverteidiger gekostet über die Jahre. Das war dort, den Eindruck hatte ich immer, das Prinzip, komm, wir geben den kleinen Finger, das wird dann wohl reichen. So, das hat nie gereicht, sondern es wurde diese Ultragruppierung dort, und die ist nicht so klein offenbar, hat die falschen Schlüsse daraus gezogen. So, und jetzt versucht Fischer es auf die Art. Ich wünschte es ihm und ich wünschte es uns, wenn wir Eintracht-Spiele sehen, dass uns dieses solchen so ein Irrsinn erspart bleibt wie gegen die Bayern letzte Woche. Weil das hat mit Fußball nichts zu tun. Das ist eine Selbstdarstellung und eine eigene Veranstaltung. Aber wie gesagt, man hat diese Geister, ich weiß nicht, ob man sie gerufen hat, aber man hat sie gewähren lassen, sehr lange. Und jetzt, ich hoffe, dass es mit dem Appell getan ist. Mal sehen. Wir werden es sicherlich sehen, schon an diesem Samstag, wenn die Eintracht hier in Berlin um Olympiastadion auftritt. Ausverkauftes Haus, viele Eintracht-Fans hier. Wir werden es uns anschauen und am Montag bei Reif ist live hier morgens um 8 natürlich drüber sprechen.